dort draußen wach. Was würde ich nicht alles für ein paar Praktikanten geben? Was wollt ihr? Ich nehme an, ihr seid hier, um euch den Gaunador-Kultisten anzuschließen. Sie sind gleich dort drüben. Tatsächlich? Alle anderen, die bislang hierher gekommen sind, haben sich entweder dem Kult oder den Nesha-Rebellen angeschlossen. Und noch kein einziges meiner fantastischen Formulare wurde ausgefüllt. Wo ihr mich schon so direkt fragt, es gäbe da tatsächlich etwas. Wenn ihr deren Aktivitäten vielleicht etwas durcheinander bringen würdet, so ganz diskret natürlich, würde das doch sicher nicht einmal groß auffallen. Wisst ihr was? Betrachtet das Ganze als eine Art von Test oder so. Tja, dann ist die Acquisitions Incorporated wohl nichts für euch. Für den Fall, dass ihr eure Meinung doch noch ändert, werde ich nach Leuten Ausschau halten, die voller Furcht fliehen. Idealerweise in Richtung meines Standes. Doch zunächst solltet ihr euch umhören, wo sie ihre Zentrale haben. Täuscht dazu einfach vor, dass ihr euch ihnen anschließen wollt. Ich habe von euch geträumt letzte Nacht. Wir beide sind vor diesen richtig gemeinen Hunden davongelaufen. Aber wir waren auch Hunde. Was? Warum? Ist es mein riesiger Skorpionschwanz? Deswegen? Oder das Gift darin? Verdammt! Eines Tages werde ich diese nichtsnutzigen Schwanzdiebe erwischen und dann können die was erleben! Ihr macht mir ganz den Eindruck, als ob ihr ein hervorragendes Opfer abgeben würdet. Ein echtes Naturtalent. Der Kult des Gaunador bietet euch eine teuflisch gute Arbeitsumgebung mit großartigen Aufstiegschancen in völlig neue Sphären. Ich bewundere euren Enthusiasmus. Und in der Tat gibt es für unseren Kult auch nichts Wichtigeres, als eine positive Arbeitsatmosphäre zu kultivieren. Ja, sicher, tägliche Rituale haben ihren Platz. Doch manchmal muss man auch einfach mal die Sau rauslassen dürfen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich sag immer, wer seinen Beruf liebt, der muss keinen Tag seines Lebens arbeiten, was in eurem Fall sowieso schon bald vorbei sein wird. Also geht einfach über die Brücke da hinten und dann geradewegs zur Küste. Sobald ihr den Wagen erreicht habt, seid ihr da. Früher war ich auch ein Verlierer, genau wie ihr. Doch dann bin ich wütend geworden, aber so richtig. Wütend darüber, wie die Reichen und Mächtigen uns herumschubsen. Und schon bald danach bin ich gewalttätig geworden. Da hat der Spaß erst richtig angefangen. Das könnt ihr mir glauben. Auch für euch besteht noch Hoffnung. Tretet den Nashern bei. Und eines Tages werdet ihr genauso sein wie ich. Geht einfach durch den Tunnel hinter mir. Er wird euch direkt zu unserem Registrierungsstand führen. Thank you.
euch fertig. Unsere Leben sind vergänglich. Zwei Dinge. Erstens, ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Das ganze Morden, die Brandstiftung, das war sicher nicht leicht. Ah, und keine Sorge, ich verrate nichts. Immerhin war ich ja daran beteiligt und das gewährleistet unser beider Sicherheit. Zweitens, einer dieser Rebellen hat meinen Dokumentiebeutel gestohlen und ist damit in die Kanalisation abgehauen. Ich würde ihn selbst zurückholen, doch ich kann meinen Stand hier nicht einfach verlassen. Außerdem will ich ihn auch nicht holen. Könntet ihr das also für mich erledigen? Ich werde im Gegenzug auch alle Formulare für euch ausfüllen und ein gutes Wort für euch einlegen. Vielen Dank, Mörder. War nur ein Scherz. Aber mal im Ernst, tötet mich nicht, ja? Ich habe meine Heimat verloren. Thank you.
ganz und gar nicht. Ja, Abenteurer? Ja, ich habe ihn aufgefressen. Und laut geltendem Rattenrecht, und das gibt es wirklich, stehen mir 100% seiner Habseligkeiten zu. Ja, und sie ist wirklich Mist. Ich verstehe nicht, warum ihr sie unbedingt haben wollt. Wisst ihr, dass sie nur voll von Papier ist? Und ihr wollt sie trotzdem? Na gut, ich habe sie versteckt. Aber ich kann sie holen, wenn ihr mir dafür eine bessere Tasche bringt. Ich will eine große Tasche voller Schädel, bitte. Die Kobolde in der Kanalisation haben tonnenweise Schädel. Fragt mich nicht, wo sie die alle herhaben. Also, von Köpfen natürlich. Das ist mir schon klar. Schmeckt nicht. Ganz und gar nicht. Unsere Leben sind vergänglich. Thank you.
Was ist Wahrheit anderes als das Akzeptieren von Lügen? Ja, Abenteurer? Habt ihr verstanden, dass da nur Papier drin ist? Das ist so ein schlechter Handel für euch. Ich habe von euch geträumt letzte Nacht. Was wollt ihr? Dieser Gestank ist ja widerlich. Naja, vielleicht hält er mir ja die Mücken vom Leibe. Ich betrachte das also als Bonus. Also gut, ich werde eure Formulare ausfüllen und dann könnt ihr auch schon zu unserem Hauptquartier in der Protectors Enclave. Ich werde ihnen Nachricht geben, dass ihr eintreffen werdet, sodass ihr gleich mit der Einführungstour anfangen könnt. Viel Glück! Unsere Leben sind vergänglich. Kommen in den Schornepulspelz.